Hallo Leute, willkommen auf der dunklen Seite, denn wir haben die Kekse und wir wollen doch alle Kekse. Naja, zum Thema zu kommen, Battlefield 4, Release Date 29. Oktober, ist noch ein ganzes Stück hin, aber ich habe mir gedacht, machen wir uns so ein bisschen warm für Battlefield 4, weil, was erwartet uns, was sind unsere Hoffnungen, was sind eure Hoffnungen, deswegen würde ich gern, ich würde auf eure Mitarbeit zählen. Meine große Hoffnung für Battlefield 4 ist der bessere Netzcode. Ich meine, die ganzen Dreingaben wie umfallende Gebäude, Levolution, wie sie es genannt haben, sind alles ganz schön, aber was mich an Battlefield 3 am meisten stört, ist einfach der Netzcode. Mag nicht jedem so gehen, ich bin Hardcore-Gamer, aber ich wohne auf dem Land und ich habe nicht immer so eine Ping von unter 20, sondern meistens so eine über 30, also zwischen 40 und 50. Und mit einem guten Netzcode würde es mir nicht passieren, also das berühmte Rubberbanding, dass wenn man an bestimmten Objekten vorbeigeht, einfach wieder zurückteleportiert wird. Wenn man die Netzwerkklettung runterstellt, dann wird alles zur Hölle. Alter. Alle Animationen fangen an zu ruckeln, Leute mit einer schlechteren Ping, also als 60, die fangen an, sich durch die Gegend zu teleportieren und machen dabei das Snipen unmöglich, aber wenn ich die Netzwerkklettung hochstelle, ziele ich auf den Gegner, schieß auf ihn, aber der Schuss kommt nicht an, halt eben, weil alles geklettet wird. Das heißt, Jack Frags hat es schon gesagt, sowas wie Netzwerkklettung hat in einem Spiel wie Battlefield 3, das auch in der kompetitiven Szene vertreten ist, nichts zu suchen. Deswegen, ich hätte das gerne weg. Was steht bei euch an? Also, ich werde mir natürlich gleich am Anfang, werde ich mich in die Beta stürzen, werde mir die erstbeste Sniper krallen, werde das 8-mal Visier drauf machen, wenn es es überhaupt da noch gibt bis dahin. Und werde, ja, einen Laserpointer dran und, ja, gerade Zugverschluss, falls es sowas in Battlefield 4 überhaupt noch geben wird, wird dran gemacht und dann wird sofort die erste Sniper gesuchtet und die wird dann hochgelevelt bis zum Ultimo. Weil ich will einfach vor allen Dingen den Suppression-Effekt, den haben sie ja, oh, das war so ein schöner Schuss. Ja, den Suppression-Effekt, den haben sie ja ganz neu gestaltet. Das heißt, ein Sniper wird nicht mehr einfach so schnell unterdrückt und das Aiming geht dann auch nicht bis nach Bagdad, sondern es wird nur leicht verschlechtert und auch nur von leichten MGs oder selbst Sniper-Schüssen. Also man kann nicht einfach auf den Sniper draufhalten und der ist dann so komplett unbrauchbar. Wie es jetzt heute in Battlefield 3 ist, sieht man irgendwo einen Sniper, neben ein paar Kugeln um die Ohren jagen und dann pam, 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 wie ich hier gemacht habe, dann ist er einfach platt. Ja, und da ich ja aus Leidenschaft Sniper und auch Close Quarter gern Sniper, hätte ich das halt schon für Battlefield 4 gerne geändert gesehen. Ja, es gibt noch ganz viele Änderungen, zum Beispiel das C4 für den Sniper und noch viele andere Sachen. Es sind alles Änderungen, die ich, begrüße sie. Bansage, begrüße sie. Naja, jedenfalls, lasst einen Kommentar da und so immer diese Standardsprüche, ich hasse sie, aber lasst mir einen Daumen hoch da, wenn es euch gefallen hat und wenn nicht, klippt mir ein bisschen C4 dran und jagt es in die Luft, wie ich es hier gerade mache. Dann noch viel Spaß beim Gameplay. Oh. Ich
Mein Team war echt episch mies. Keine